Freunde, herzlich willkommen wieder zu diesem Kanal. Heute möchte ich euch die Mutant Creatures Mod zeigen. Das ist eine Mod, wo da werden 7 neue Mutanten in eure Welt hinzugefügt und noch solche Dinge, aber dazu kommen wir dann. Wir fangen an mit dem Mutanten Creeper. Hier. Er hat 120 Hitpoints, also 120 Kerzen und hat ja eine Fähigkeit, aber dazu brauche ich ganz kurz noch ein Schwert. Oder wartet, ganz kurz. Gleich. Ich mach schnell. So. Jetzt töten wir ihn kurz. So, das geht ganz schnell eigentlich. Da macht man nämlich 12 mit dem. Dann wird er weiß, zieht euch zu ihm und dann explodiert er. Und dann, wenn das kommt immer, dann muss man es hitten. Und dann droppt er dieses Ding. Ups, jetzt ist das von der Welt. Na, da nicht. Ja. Das ist ein Creeper Shard. Mit diesem Creeper Shard kann man teilweise auch Mobs 3 Damage geben. Und wenn man rechts klickt, dann kann man Explosionen. Also hier sieht man es. Es weist Explosionen auf. Geht aber im Story-Modus, soweit ich jetzt weiß, ziemlich schnell kaputt. So, macht sehr viel Schaden, wie ihr sehen könnt, und ist eigentlich zu overpowered. Egal. Jetzt ist ein Incomplete. Das ist eigentlich eine Kreuzung zwischen Schwein und Spinne. Die sind eigentlich sehr pervers, als wenn ich ehrlich sein darf, und sehr, sehr gruselig. Ihm weist 50 Damage und wie gesagt, es ist so, dass es auf der ganzen Map, wenn ihr auf Anpassen der Grasblock-Map macht. Wie gesagt, 50 Damage kann man eigentlich töten, gibt es nicht so viel zu dem. Und droppt nichts. Weiter geht's mit den Creeper-Minion. Ich weiß nicht, wie die in die Welt kommen. Auf jeden Fall ist es das, ein Creeper-Minion. Ja, ganz. Und die vertragen sich nicht so gut. Ups, ich muss kurz ein bisschen weiter weg. Das sind Creeper-Minion. 8 Hitpoints. Gibt sich so viel zu diesen Zahlen. Ja, das sind Creeper-Minion. Weiter geht's mit dem Mutanten-Zombie. Ja, herrlich. 150 Damage, ist sehr stark und kann Mobs auch in die, wenn er sie angreift, ich kann es jetzt nicht zeigen, macht er so ein und dann bekommen sie sehr viel Schaden, weil wenn jetzt da der Mob ist und der schlagt auf den Boden, dann geht so eine Spur hier hin und dann bekommt er sehr viel Schaden. Und wenn ein Mob in der Luft ist, springt er und schleudert ihn auch weg. Das ist der Mutanten-Zombie und der droppt ebenfalls was, aber das dauert ein bisschen, den zu töten. Und zwar der Heilkammer. Der kann das. Geht sehr schnell kaputt. Ich kann es hier beim Mob zeigen. Macht sehr viel Schaden. Sehr overpowered. Geht, wie gesagt, sehr schnell kaputt. Man kann auch so schlagen. Aber ich empfehle euch diesen Move. Das war der Mutanten-Zombie. Jetzt kommen wir zum Mutanten-Enderman. Der hinweist stolze 200 Hitpoints. Kann ich auch gerne ganz kurz töten. Dauert jetzt aber ein bisschen. Das geht nicht so schnell. Sorry. Das kann ein bisschen dauern. Okay, nein, lassen wir es bleiben. Ich zeige euch einfach, was er droppt. Er droppt das. Und wenn er tot ist, dann zieht er sich zusammen. Ich kann trotzdem probieren, ihn zu töten. Ganz kurz. Das dauert aber jetzt ein bisschen. Aber egal. Dann zieht er sich so zusammen und dann so und dann verpufft das so in der Art. Jetzt hat er noch 100 Damage. Warte, ich kill ihn noch ganz kurz. Jetzt muss ich noch kurz warten. Gleich. So, jetzt sehe ich ihn wieder. Jetzt kann ich ihn da wieder anhitten ein paar Mal. Hoffentlich ein paar Mal. Weil er macht immer einen Blindeffekt für ein paar Sekunden. Und auf Survival-Modus ist dies sehr gefährlich, wie man sich vorstellen kann. Und ja, der wird jetzt angegriffen und wie ihr seht, zieht er sich zusammen, er ist tot. Und dann spawnt er die Dinger und er zieht euch zu ihm. Und das macht ebenfalls Damage. Wie gesagt, er spawnt Enderperlen und Enderaugen. Das war, wie gesagt, der Mutant Enderman. Jetzt kommen wir zu einem, das ist einer meiner Beliebten, das ist der Snow Golem. Ja, der Snow Golem, das ist eigentlich einfach nur ein Schneemann, mutiert, hat einen leuchtenden Kürbis
Und wenn er einen Mob angreift, das macht er, glaube ich, mit einer Hexe. Ja. Dann wirft er Eisenblöcke. Sehr coole Animation, gefällt mir sehr gut. Und Eisblöcke meine ich natürlich, Entschuldigung. Und wie gesagt, das ist er, er ist mein Fan. Und ja, die Hexe bekommt da ordentlich ein mit. Ja. Dankeschön für deine Arbeit. Let's go. Dann kommen wir auch eigentlich, glaube ich, schon zum letzten. Das ist das Mutanten-Skeleton. Entschuldigung, ich muss kurz Tag machen. Okay. Ja, das ist ein mutiertes Skeleton mit 160 Damage Hitpoints. Und ja, wie gesagt, es hat so eine Art Armbrust und schießt sehr. Kann auch schlagen. Und ja, das macht auch sehr viel Schaden. Und man kann, also wenn es kaputt geht, also wenn es wenn es getötet wird, kann ich euch kurz zeigen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Es droppt ihr ganzes Skelett, zerfällt so in der Art. Und dann liegen diese Teile, die man ebenfalls, soweit ich es weiß, aufsammeln kann, oder? Ja. Mutantenhelm. Kann man aufziehen, man kann daraus eine sehr starke Kleidung auch machen, kann ich gerne hier zeigen. Das sind die Slim Rip, man kann eine ganze Skeleton-Rüstung machen. Nun kommen wir zu diesem Ding, das haben wir gesehen und das haben wir gesehen. Jetzt kommen wir mal zum Chemical X. Dazu muss ich kurz Nacht machen. Set Night. So. Und zwar ist das das Ding, mit dem die Zombies mutieren. Ich glaube, es ist unklar, wie man das im Story-Modus macht. Das geht nicht. Ups, Survival-Modus meine ich. Auf jeden Fall, wenn man es jetzt halt zum Beispiel auf einen Zombie wirft, dann kommen da Totenköpfe und zerfressen ihn so in der Art. Manchmal explodiert er und es passiert nichts. Ja, jetzt ist er ein Mutanten-Zombie geworden. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt das mit dem Ding hier mache, dann wird es einfach nur tückisch, dann wird es nur noch sterben. Das kann man gleich sehen. Oder es ist immun, kann sein. Nee, dann explodiert es, wie man sieht. Wie gesagt, Ender Soul Hand kann, wie gesagt, der Enderman droppen. Und das Ding, das weiß ich selber jetzt nicht genau, was das kann, muss ich ausprobieren. Keine Ahnung, was das kann. Das weiß ich jetzt leider wirklich nicht. Aber das könnt ihr selber auch ausprobieren. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst eine Bewertung da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!